Das sind 10 Kugeln von den Suru Toy Mini Brands. Und was wir damit vorhaben, jetzt in diesem Video. Hallöchen, ihr Lieben, da sind wir wieder. Und heute, ach, das Wetter, es ist wieder so, naja, es regnet. Man kann nicht viel machen. Wird ja auch ein bisschen schwierig, jetzt gerade ne, nach draußen zu gehen oder sich mit Freunden zu treffen. Ist gerade nicht. Also haben wir uns überlegt, wir machen was. Und zwar gibt es diese coolen Toy Mini Brands von Suru. Da ist in jeder Kugel sind 5 verschiedene kleine Spielzeuge drin und man weiß natürlich nicht, was da drin ist. Insgesamt, ihr seht es, gibt es über 60 kleine Minispielzeuge zum Sammeln. Es gibt auch einen Sammelguide dafür, wo ihr genau sehen könnt, was ihr schon habt und was ihr noch vielleicht haben möchtet. So, und da haben wir uns gedacht, was können wir denn mit diesen schönen Kugeln machen? Und wir machen heute Schnitzeljagd, genau. Aber natürlich nicht draußen, geht ja nicht, im Regen, ein bisschen blöd. Deswegen werden wir diese 10 Kugeln gleich... Ich hab Schluck auf. Oh, Lulu hat Schluck auf. Werden wir diese 10 Kugeln gleich im Haus verstecken. Und dann, würde ich sagen, gibt es 5 Minuten, die ihr habt, diese Kugeln zu finden. Wer am meisten gefunden hat, ist der große Gewinner. Und wer die wenigsten gefunden hat, ist der zweite Gewinner. Ja, und dann gucken wir mal, was sich denn für coole Minispielzeuge in diesen Kugeln verstecken. Das jetzt. Also, jetzt würde ich sagen, werden wir erstmal die Kugeln verstecken und dann geht es los. Viel Spaß. So, ihr beide versteckt euch jetzt im, beziehungsweise ihr, damit ihr es nicht seht, geht jetzt in den Hauswirtschaftsraum. Da ist kalt drin. Ja, aber, das heißt, da wird natürlich nichts versteckt, ist ja logisch. Aber ansonsten im ganzen Haus. So, Katharina und ich haben die jetzt versteckt. Ein bisschen schwer, ein bisschen leicht. Gucken wir mal, ob sie die finden. Nicht wahr? Die große Toy-Mini-Brand suchen. So. Lulu guckt so, schon überall. Ich laufe mit Leon mit. Und ich mit dir, Lulu. Warte, Alexa, stelle den Timer auf 5 Minuten. 5 Minuten, ab jetzt. Und los! Oh nein! Oh, das gibt's doch gar nicht! Bitte, als ob das Lobby gefällt. Lulu? Nein, sie hat's gefunden. Was, ich habe es im Hamsterkäfig versteckt. Ah. Ruhig. Ruhig. Oh. Wie lange, Lulu? Lulu hat, wie viel hast du? 3, ne? Leon hat auch 3. Lulu, hast du 3 oder 4 schon? 2. Nochmal hoch? Oh. Kannst du auch ablegen, wenn du willst. Also die 3, die hier liegen, sind Leons, ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, 3 Minuten 48 sind es noch. Leg doch erstmal deine Kugeln ab. Ja, manche leicht, manche schwer, habe ich gesagt eben. Ja. Oh nein! Du noch eine. Hier, das heißt, 2 sind noch irgendwo versteckt. Kopf an Kopf werden hier. Ah, ja, ja! Ja, eine ist noch irgendwo. 5 zu 4 für Leon. Jetzt. Ja! Oh! Nein! 5-5! Oh. Gleichstand! Das ist ja ein Zufall. Und ihr hättet noch 3 Minuten. Also ja. In 2 Minuten alle gefunden. Ihr wart gut. So. Klasse. Es ist doch wieder unfassbar fair abgelaufen. 5 zu 5. Besser hätten wir es uns nicht vorstellen können, bevor hier noch die große Heulerei gewesen wäre, wegen einem 8 zu 2 oder sowas. Aber das ist das im Hamster. Ja, manche... Bei meinem. Bei Nobby. Ja, ich hab's bei Nobby rein. So. Ich würde sagen, immer abwechselnd auspacken. Wer fängt an? Lulu, gut. Nummer 1. Ich wollte auch eine Kugel. Ich dachte, die kann man essen. Ich glaube, dass da was zu essen drin wäre, ne? Hier, da. Da ist so eine Lasche. Genau. Was ist das? Ein Dino. Ui. Oh mein Gott, das sind kleine Mini-Tüten. Da steht drauf, was... Hier ist es was selten.
dabei ist, hier, häufig ist dabei, das hier. Genau. Was hast du denn da jetzt, den Dino, ne? Das ist der Sammelguide, wo man dann gucken kann. Guck mal, wie süß. Oh, zwei kleine Tütchen. So. Und der Dino ist häufig. Das nächste, also schon das dritte. Was ist das? Oh, von den Turtles. Das müsste, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube aber, der grüne ist Leonardo war vielleicht der rote. Ah, ich weiß es. Leonardo, Michelangelo, Donatello und den vierten habe ich vergessen. Oh, das sind kleine Mini. Und das letzte, ja, das letzte. Ja, das ist die Turtle-Figur. Hey, jetzt kommt die Hero Turtle, super starke. Das ist von Frank Zander gesungen. Es passt da alles rein. Ja, kannst du schön die Tüten ganz aufgereiht auf eine Fensterbank stellen oder so. Ja. Oder halt ins Regal, die ganzen. Kann ich auch? So, und die Kugeln, die gibt es übrigens bei Smith Toys stationär im Handel oder natürlich auch online. So, jetzt sind wir natürlich gespannt, was bei Leonardo da drin ist. Leonardo. Der alte Hero Turtle. Nein, er heißt nicht Leonardo, bevor ihr fragt, er heißt Leon. Aber vielleicht hat er ja von einem Turtle das da drin. Mal gucken. Oh. Zum Zusammenbauen. Ich glaube, das ist ein... Was zum Zusammenbauen? Das ist ein... Das ist ein Einkaufswagen, genau, oder ja, so, ne? Ja. Bauen wir gleich zusammen. Guck mal erst, was in den anderen ja ist. Und dann machen wir das gleich. Oh, da oh ist... nein! Ja, der ist sogar ein goldener Flixgürtel, wenn der dabei wäre. Der ist super selten in Gold. Das ist Aang. Oh, das ist ja schön für dich. Du kannst sie ins Haar machen. Toll! Oh, ja. Was habt ihr denn mit ihr dem könnt ja untereinander tauschen. Also die Schleife ist eher für Lulu. Nebby. Was haben wir da? Eine Schlange. Und? Ein Wal. Ey, da gibt's sogar was von... Ach, das sind Fingerlings. Aber guck mal, Fingerlings. Ja, die kleinen, die doch Fingerlings. Keine kleine Kanone. So, jetzt packen wir mal die restlichen Kugeln aus und dann zeigen wir euch gleich mal, was denn alles Feines dabei war. So, das ist die Ausbeute von den Toy Mini Brands. Sehr, sehr cool. Viele kleine süße Spielzeuge, auch kleine Crayola-Stifte. Metal Machines, kleine Autos. Cool. Jetzt habt ihr ordentlich was zum Spielen und zum Sammeln, ne? Ja. Genau, kann man das schön in den Einkaufswagen, ne? Hier ist also ja eine Einkaufstüte. Einkaufstüten, Einkaufswagen. Kann man schön einkaufen gehen. Wie gesagt, das Ganze gibt es bei Smith Toys. Smith Toys Superstore. In die rein, dann machen wir. Und ja, ich würde sagen, habt ihr jetzt was zu tun heute, ne? Ja. Ja, also, ziemlich cool. Ja, ein paar, zwei. Ziemlich coole Geschichte. Süße kleine Spielzeuge. Und, ach so, das wollte ich noch sagen. Wir glauben, dass der Regenbogen SpongeBob, dass das ein super seltener ist. Ja, weil ich den nicht mehr gefunden habe. Der steht nur bei super selten mit dem Regenbogen drin. Zeig nochmal diesen Sammelguide. Hier, so. So, ne? Warte. Da oben ist er. Da wirkt er zwar Gold. Da steht ja auch Gold. Mhm, aber es gibt noch einen anderen SpongeBob, der ist da, aber das ist der nicht. Also kann das eigentlich nur der sein? Wir wissen es nicht. Der mit Gold gemeint ist. Nee, ich glaube, dass der wirklich Gold ist. Aber wir wissen es nicht. Es ist ja auch ein goldener Rubik's Cube dabei. Leon hat. Nein, jetzt. Da. Leon hat den bunten Rubik's Cube. Ja, wir sammeln noch ein bisschen weiter. Räumen das jetzt ein. Und ja, wünschen euch viel Spaß bei dem, was auch immer ihr macht. Und. Oh, schöne Feiertage. Ja. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir gehen jetzt erstmal schön einkaufen. Ja, schön einkaufen gehen hier. Aber immer dran denken, im Einkaufsladen Einkaufswagen mitnehmen. Einer ist schon fast voll. Du musst den zweiten nehmen. Hast du den Trolley noch hier? Stimmt. Dann mache ich hier mal was für mein kleines Kind. Hier einmal was.